Mein Name ist Angelika Ostrowski. Ich koordiniere das fast bundesweite und qualitätsgesicherte Angebot Blickpunkt Auge. Blickpunkt Auge ist jetzt 10 Jahre alt und genauso lange bin ich beim DBSV. Unsere allererste Beratungsstelle ist im Februar 2012 in Bautzen entstanden, am dortigen Krankenhaus, das auch eine Augenklinik hat. Vorher gab es dort keine Beratung für blinde und sehbehinderte Menschen. Unsere allererste Beraterin, die Carmen Schild, ist übrigens über ihren Augenoptiker zu uns gekommen. Der hatte ihr erzählt, dass hier irgendwas Interessantes entsteht und sie soll doch mal gucken, ob das was für sie ist. Am Anfang haben wir ganz viel gemeinsam gemacht. Wir waren zusammen beim Chefarzt der Augenklinik. Wir haben eine Infoveranstaltung zusammen organisiert. Von der gibt es auch noch ein paar Fotos. Eins ist hier. Da ist Carmen zu sehen an unserem Infostand vor einer Stellwand. Und an dieser Stellwand sind unser Plakat von Blickpunkt Auge und das Logo zu sehen. Wir haben dafür ganz, ganz viel Öffentlichkeit gemacht für die Veranstaltung und für die Beratung. Wir sind zum Beispiel den ganzen Tag gemeinsam durch Bautzen gelaufen und haben versucht, die Presse zu gewinnen, die Stadt. Das geht so nicht mehr ganz heute, also so einen engen Kontakt zu den Ehrenamtlern vor Ort ist nicht mehr möglich für mich. Dazu sind wir zu groß geworden. Wir haben zum Beispiel über 360 Zertifikate schon verliehen an Beratende. Das machen jetzt die Koordinatorinnen und Koordinatoren vor Ort. Heute haben wir ungefähr 150 Beratungsstandorte. Es sind 4 mobile unterwegs und wir haben im letzten Jahr, also 2019, zum Beispiel alleine 18.800 dokumentierte Beratungsgespräche ungefähr geleistet. Das zeigt schon, dass Blickpunkt Auge gebraucht wird. Was wünschen wir uns für die Zukunft? Ich und wir wünschen uns, dass irgendwann Ratsuchende in ganz Deutschland uns in ihrer Nähe finden. Oder dass mindestens ein Mobil regelmäßig bei Ihnen vorbeikommt. Wir wünschen uns, dass Fachleute, zum Beispiel die Augenärztinnen und Augenärzte, auf unser Beratungsangebot aufmerksam machen. Und wir wünschen uns, dass die Beratung wenigstens grundfinanziert ist, damit wir mehr Zeit zum Beraten haben und uns weniger um diese Frage kümmern müssen. Und vielleicht darf ich ganz zum Schluss einfach nochmal Danke sagen an alle, die aktiv sind bei Blickpunkt Auge und die uns, egal wie und womit, unterstützen.